und TV. Hallo und herzlich willkommen live hier auf Facebook, live von der Regensburger MyDult. Und ich möchte als erstes meine neue Co-Moderatorin von DULT TV vorstellen. Das ist die liebe Astrid Zöll. Hallo Frau Zöll. Hallo lieber Pierre und hallo unsere lieben Facebook-Freunde. Ich freue mich, heuer die DULT 2017 für euch mitzumoderieren. Bist du schon aufgeregt, Astrid, ein bisschen? Und wie? Ich bin ja Designerin und keine Moderatorin. Kriegen wir aber alles hin und wir haben auch zwei fantastische Gäste hier für die erste Sendung. Und ich fange mal Ladies First an. Oh, Maria ist da. Hallo. Wow. Wir hatten heute ja schon das Vergnügen, ne? Ja, stimmt. Wir waren heute schon, wir vier waren heute schon bei Gong FM. Ja, also alle zusammen, ne? Ja. Also, Gong FM. Freust du dich? Ich freue mich riesig. Also, ich habe ja gleich den Auftritt oder später und wir werden das Zelt rocken. Genau, weil Maria, also wenn ihr das gerade seht, könnt ihr nämlich noch vorbeikommen, direkt hier ins Glöckelzelt. Maria wird heute noch einen Auftritt haben. Ja, und in die Augen schauen, bitte. Ja, das fällt aber auch schwer bei dem Dirndl. Die ist bestens verpackt. Ich habe ja das beste Dirndl an, von Astrid. Hast du extra noch gemacht, Astrid? Na klar, das steht ja hervorragend. Das geht überhaupt ich nicht Ich liebe besser. Es. Kannst du uns einen kurzen Vorgeschmack schon geben? Ich habe ja ein Lieblingslied von dir. Ja, und zwar, ich glaube, den geilen Hengst. Den geilen Hengst, ja, so bin also, ich. Ja, also, gucken wir mal, ob wir dich heute noch auf die Bühne holen. Ja, das gucken wir mal. Guck aber mal. Vielleicht einen kleinen Vorgeschmack, schon mal zum Singen, so kurz ansingen. Komm, du geiler Hengst, ich will, dass du mich fängst. Ich will nur eine Nacht, in der es richtig kracht. Lass dich auf mich ein, willst du mein Spielzeug sein? Ja, ich habe richtig Bock auf heute Abend auf jeden Fall. Und Astrid, du hast einen wahren Gentleman bei dir. Ja, eigentlich hätte er den Titel Sexiest Man Alive verdient, denke ich doch mal, oder? Unser Markus Wallner, angesagtes Model von GQ 2017 zum Gentleman des Jahres. Noch nicht unter den Top 10. Aber schauen wir mal. Wir arbeiten dran. Erstmal hallo an euch. Freut mich, dass ich hier heute da sein darf, auch im Glöckelzelt mit Astrid und dem lieben Blair und natürlich der Jotta. Also es wird eine lustige Sendung, schaut rein, um 20 Uhr sind wir live bei Facebook mit Astrid, mit Markus und mit Maria und dem geilen Hengst. Einschalten. Bis gleich. Auf geht's ins Glöckelzelt. Thank you.
Hallo und herzlich willkommen zur Staffel 5, Folge 1, Duld TV. Und vorab, bevor wir euch unsere Gäste vorstellen, möchte ich eine neue Moderatorin hier begrüßen. Das passiert, wenn man live ist. Astrid Söll, unsere neue Moderatorin bei Duld TV. Danke, lieber Pierre. Es macht Spaß, hier bei Glöckl Duld TV mit dir zu moderieren. Ich hoffe zumindest. Ja. Ich weiß noch nicht, auf was du dich da eingelassen Hallo, hast. Hallo, liebe Facebook-Freunde. Und ich muss jetzt schon gleich mal sagen, wir haben heute besonders viel fürs Auge. Nämlich... Ja, zu einem haben wir die Maria da. Grüß euch, ihr Lieben. Hallo. Und auch den Markus, einer der Top 10 Gentlemen von GQ. Schön, dass du da bist. Hallo, ihr Lieben. Und diese Location hier ist ganz neu. Wir sind nämlich in der Krügerlbar im Glöckl-Zelt. Und da gibt es nämlich alles aus dem Krug. Das ist eigentlich ganz geil. Ich hole mal kurz ein. Astrid, ich bin gleich wieder da. Kann ich Soll mal kurz ich so einen Krug haben? Ein bisschen unterhalten? Bitte? So einen Steinkrug? Ja, dann fange ich doch super. Hier mal mit unserem sexy Markus an. Es gibt alle Getränke in diesem geilen Krug. Also das ist toll, oder? Ja, das ist richtig süß. Also den kann ich sogar halten. Ja, schenke ich dir. Dankeschön. Den kann ich dir nehmen. Wir haben natürlich jetzt unsere Gäste da und haben auch jede Menge Fragen. Astrid, wenn du mal starten magst bei Markus. Markus, ich habe ja gerade schon deine weiblichen Fans hier alle gesehen. Du hast sicherlich genauso viel männliche hier. Viel, viel mehr wahrscheinlich noch. Aber warst du schon oft auf der Duld als waschechter Regensburger? Wie oft gehst du zur Duld? Ja, ich bin Regensburger und bin, seit ich 18 bin, war ich auf jeder Duld. Also Frühling wie Herbst, ich bin auf jeder Duld. Immer beim Fred Glöckl, ist super und ja. Warte mal, du hast ein Haar, ein blondes Haar. Also, Astrid oder Maria? Keine Ahnung, wer weiß. Ein blondes Haar von einem, der... Das ist nicht meins. Meins ist länger. Okay, ich möchte da... ich will gar nichts wissen. Maria, du hast hier heute Abend noch einen Auftritt. Richtig, ich bin voll aufgeregt. Also ich hoffe, dass ich heute Abend noch richtig das Zelt rocken werde. Und das Publikum, die geht schon richtig ab. Und ich freue mich schon riesig drauf. Jetzt wollen wir auch mal ein bisschen vom Zelt natürlich zeigen. Lass uns mal ein bisschen hier rübergehen, weil es ist ja einfach auch richtig, richtig voll. Komm du geiler Hengst. Ich will, dass du mich fängst. Ich will nur eine Nacht, in der es richtig kracht. Lass dich auf mich ein. Willst du mein Spielzeug sein? Willst du mein Spielzeug sein? Ja, voll gerne. Also diesen Song gibt es später auf jeden Fall live auf der Bühne. Das, Astrid, wie schaut es bei dir aus mit Singen? Oh, nein, bitte nicht. Ich bin total musikalisch. Sie ist die beste Designerin auf Erden. Schaut euch das an. Ich habe heute die Ehre, von der Astrid einen Dirndl zu tragen. Also alles Seide. Hier, ich habe gehört, Deutsche Gabbana-Stoff. Also das Feinste vom Feinsten. Ich fühle mich wie eine Prinzessin. Na, bei deiner Hammerfigur. Jetzt muss ich mal das Kompliment jetzt zurückwerfen hier. Ja, es ist eine, also Duld TV ist keine Schleimsendung. Ja, da muss ich jetzt hier erstmal sagen, dass ich... quasi der Einzige bin, der noch keine Schönheits-OP hatte in dieser Runde, oder? Ist es nicht so? Oder vielleicht hattest du auch schon eine Absaugung. Keine Ahnung. Wir können ja offen sprechen, oder? So ein bisschen Botox ist ja heutzutage ist ja nicht mehr... Ja, normal. Das muss man ja. Man muss ja mithalten können, wenn man älter wird. Und da gibt es ja mittlerweile Möglichkeiten, wie man sich ein bisschen jünger hält. Ich auch. Was hältst du? Ja, ich finde, leben und leben lassen. Ja, wir sind ja alle unter 30 machen hier. Machen das die Männer auch dann so? Kommt vor. Und dass man ein bisschen nachgeholfen hat, sieht man ja, ne? Ach, das ist gar nicht Natur. Nee, das ist nicht Natur. Da hat dich eine Biene gestochen. Da war ein langer Weg, bis die so sind, wie sie heute sind. Ich sage es dir. Ansonsten, wie ist so deine Volksfesterfahrung in Bierzelten? Also, ich hatte ja meine Mädelsband und mache schon mein Leben lang Musik. Und wir haben auch unter Heidis Erben das Festzelt gerockt, also über Jahre. Und ich glaube, da haben wir uns auch mal gesehen, ne? Ja, kann schon. Kann sein, dass wir uns schon mal kennengelernt haben vorher? Vor 5 Jahren bei Moserwirt in St. Anton war das. Richtig, da hast du uns, glaube ich, interviewt. Also, ich habe Festzelt-Erfahrung, deswegen wird klappen heute. Hast du dir denn auch, Markus, Festzelt-Erfahrung? Back to the Roots hinter der Bar arbeiten? Ja, könnte ich mir prinzipiell schon vorstellen, hinter so einer Duldbar zu arbeiten. Ich habe das mehr oder weniger gelernt von der Pike auf und bin ja selber Gastronom, von dem her kann ich mir super vorstellen. Ja, wird mir definitiv Spaß machen, nach wie vor. Aber eher doch Model auch jetzt? Ja, das mache ich auch. Wie gesagt, schon länger nebenbei. Klar, macht auch Spaß. Zweites Stammbein und so. Ja, du mit deinen Szene-Gastronomien hier in Regensburg, das Pony. Ich weiß, meine Kinder gehen da auch regelmäßig hin. Ja, stimmt. Die sieht man ein oder andere Mal. Dich habe ich auch schon gesehen. Ja, aber wir wollen ja keine Schleichwerbung hier heute machen. Markus, trinkst du heute auch mal ein Bier oder bleibst du beim Spezi? Weil du bist ja stadtbekannter Antialkoholiker. Das muss man auch erstmal schaffen.
Ja, vielleicht lasse ich mich hinreißen zu einer Radlermaß heute. Prosecco! Ja. Ich habe eine getrunken, ich habe eine bestellt, ich habe eine getrunken. Kann sein, dass die Maria schafft, dass ich es aus ihrem Krügchen trinke. Aha, kannst du beim Prosecco-Song mitsingen dann. Ein bisschen angeheitert. So, das war der erste Teil live vom Glöckelzelt, aus dem Glöckelzelt. Also wenn ihr Bock habt, kommt noch vorbei. Gegen 22 Uhr tritt dann Maria auf, direkt nach dem Feuerwerk. Wie aufgeregt bist du von einer Skala von 1 bis 10? 9! Ich bin eine 9! Okay. Also Daumen drücken. Ich glaube, es sollte eine 10 werden, weil das Publikum ist sehr anspruchsvoll. Nein! Mhm. Oh nein, ja. Ach, ja, wirklich? Da musst du mich unterstützen mit drauf. Das überlegen wir uns. Wir überlegen uns das spontan. Das lösen wir gleich auf. Wir melden uns in einer guten halben Stunde wieder live bei Facebook. Würde uns sehr freuen, wenn ihr dann auch wieder einschaltet. Bis später. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück bei Duel TV, live auf Facebook gerade. Also ihr könnt auch gerne Kommentare drunter schreiben, wir lesen das alles. Astrid, geht's dir noch gut? Wie war so das erste Mal? Ja, absolut bestens. Also wir gehen von der Krügelbar zur Alpenrauschbar. Hier ist ja einiges an Getränken geboten. Markus, ich habe ja gesehen, du hast noch Mineralwasser getrunken und gegessen auch nichts. Muss man denn als Model auch mal einen Fastentag einlegen? Nee, generell nicht, aber ich war heute Mittag schon auf der Duld, hab was gegessen und jetzt wollte ich heute ein bisschen langsam machen. Naja, das nackige Händel lässt noch auf sich warten. Maria, jetzt ist nicht mehr lange hin bis zu deinem Auftritt. Du hast jetzt Regensburg schon kennengelernt, du hast jetzt das Publikum. Können wir das mal kurz filmen, was hier gerade los ist? Schau mal da rüber. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Da bist du jetzt gar nicht mehr so viel aufgeregt, oder? Wenn jetzt die Stimmung hier so geil ist. Die Stimmung ist Hammer. Also mein Auftritt ist 22.15 Uhr. Also ich habe mir schon wieder einen Radler bestellt, damit ich gut drauf bin. Wie schmeckt's? Richtig gut. Weißt du, ich wohne ja in Miami und da gibt's ja kein deutsches Bier. Das vermisse ich. Ich schicke dir Bier nach Miami. Mach ja? das. Okay.
Es ist unheimlich heiß heute. Aber bei dir ist es ja kein Wunder, oder? Dass es den Männern so heiß wird. Ja, ey, man tut, was man kann, weißt du? Ich meine, ich habe alles hochgeschnürt, was ich habe, damit es heute läuft. Die sind also wirklich schön geworden, kann man dieser Stelle mal sagen. Astrid, jetzt sind wir gerade live bei Facebook. Hast du dir das so vorgestellt bei Duld.tv, oder? Ja, ich war ja schon mal als Gast bei dir, ja, letztes Jahr, glaube ich. Und ich weiß schon, wie es hier zugeht. Und es ist richtig voll und lustig und toll hier. Macht Spaß. Markus, konnte die Maria dich jetzt schon überreden, mal einen Radler zu trinken, oder bist du immer noch beim Wasser? Nee, ich bin schon offen. Ich bin schon offen. In der zweiten Runde gibt es einen Radler. Wow. Wow. Krass. Wow. Oh mein Gott. Markus trinkt Radler. Was glaubst du, wie wird der Auftritt von Maria ankommen heute? Ja, ich denke, dass die Maria ist ein Sonnenschein. Die wird auf jeden Fall das Regensburger Publikum von sich überzeugen. Da bin ich ganz sicher. Und sie hat vorher schon ein bisschen angestimmt. Und ich muss sagen, das Lied ist nicht mehr so schlecht. Also ich denke, das wird was. Ja. Der geile Hengst, den singt sie ja heute. Apropos geiler Hengst, Markus, könntest du dir vorstellen, mit der Maria zusammen vielleicht mal so ein Erotik-Shooting zu machen? Also Erotik-Shooting weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe meinen Freunden ein Problem damit, aber so ein generelles. Sag, Fotoshooting. Ich habe keinen Freund. Nein, meine Freundin hätte ein Problem damit. Ach so. Dann, liebe Maria, vielleicht lernst du heute noch deinen Traummann kennen. Ja. Vielleicht lerne ich jemanden, das wäre doch mal was. Also ich bin immer noch auf der Suche nach dem Traummann. Ist da jemand dabei hier im Hintergrund? Schau mal, ja, vielleicht. Oder sind die zu jung? Ja, die sind noch zu jung für mich. Okay. Ich brauche was Reifes. Was Altes und Reiches? Nein, was Reifes. Achso, ich dachte, was Reiches. Was Reifes. Ein gestandenen Mann. Okay. Wie läuft so ein Tag bei dir ab in Miami? Ja, wirklich. Das sind so Versprecher, wir sind live, deswegen können wir auch gar nichts rausschneiden. Geht's dir noch gut? Ja, ich muss lachen. Also mein Tagesablauf ist, also ich mache sehr, sehr viel Sport. Ich bin im Social-Media-Bereich sehr aktiv, das heißt, ich mache immer meine Bilder und poste. Und und genieße das Leben auch. Wollen wir mal so ein Selfie machen? Ja. Kannst du mir das beibringen? Wir machen jetzt quasi interaktiv in der Live-Show. Also, wie macht man das? Wie muss man da immer gucken? Gib uns mal ein bisschen Selfie-Nachhilfe. Ganz wichtig ist, dass man einen Filter nimmt. Ein Filter? Ja, weil sonst sieht man scheiße aus. Oh Gott. Muss man einen Filter brauchen. Ja, vielleicht können wir das. Alles klar. Wunderschön. Ich habe fast so dicke Lippen wie sie, aber ich habe sie nicht aufspritzen lassen. Können wir es mal zeigen? Kannst du das sehen? Ja? Wunderschön. Ein Ausdruck, besonders schön. Ja, ich habe... Und das ohne Lippen aufspritzen. Ja. Wunderbar. So. Jetzt ist es nicht mehr lange hin zu deinem Auftritt. Und wenn ihr Bock habt, kommt auf jeden Fall noch vorbei. Und Astrid, das war es jetzt schon. Unser erstes Mal. Hast du es dir so vorgestellt? Das erste Mal ist immer schön. Danke. Ja. Wunderbar. Ein kleiner Applaus bitte für die Astrid. Für ihre erste Dankeschön. Moderation. Markus, vielen Dank dir, dass du vorbeigeschaut hast. Und ja, vielen Dank. Maria, viel, viel Erfolg bei deinem Auftritt später. Wir sehen uns. Ich hab was. Komm, wir ziehen beide blank. Nein, heute noch nicht, doch nicht. Okay, später. Du kannst blank ziehen. Später. Dann müsst ihr einfach vorbeikommen. Das war's mit Duld.tv live bei Facebook. Und morgen wieder einschalten, dann zu Gast ist Holger Wilhelm vom Dahorm ist Dahorm und Oliver Severin vom Theater Regensburg. Wird eine geile Show, bis morgen, Servus aus dem Glöckelzelt. Perfekt. Hast du toll gemacht, cool.